Und damit, Moment, herzlich willkommen zurück bei 7 Days to Die. Ja, ich habe schon ein paar Sachen verkauft, habe meinen Rucksack schon geholt. Ich habe vergessen, auf Aufnahme zu drücken. Das ist so, ja, wieder typisch ich. Ich kann euch auch mal zeigen, was ich jetzt hier noch gemacht habe. Ich habe. Warum ist denn er jetzt gestorben? Okay. Verstehe ich nicht. Ich habe hier mal ein paar Holzframes hingesetzt, weil mich das ein bisschen genervt hat, dass ich hier immer runtergefallen bin. So, auf jeden Fall den Rucksack haben wir. Wir haben 9 mm von ihm bekommen. Ich will jetzt hier mal ein bisschen aufräumen, weil die gehen mir hier tatsächlich ein bisschen auf den Keks gerade. So. Genau, die hier habe ich alle gelootet. Ich bin eigentlich ganz gut in. Ich habe meinen Schlafsack gelegt. Ich bin auch wieder einmal gestorben. Ich bin in der Nacht relativ gut hier hingekommen. Aber wo ich hier angekommen bin, war hier Halligalli. Ja, und irgendwie habe ich vergessen, auf Aufnahme zu drücken. Naja, man kennt mich ja, ne? So, ich habe ihm ein bisschen was verkauft, aber irgendwie spannende Sachen hat er trotzdem nicht für uns. Er hat auch, heute hat er eigentlich Reset, ne? So, vielleicht hast du ja jetzt was Spannendes für uns, was wir gebrauchen können. Er hat eine Werkbank für 6.000 und wir haben gar kein Geld. Doch. Ich habe ihm doch gerade schon Sachen. Da. 919. Ich glaube, das Restgeld habe ich zu Hause vergessen. Eine Chemiestation hat er auch. Er hat eine Eisenspitzhacke. Er hat Reparaturkits. Er hat Nägel. Er hat geschmiedetes Eisen. Er hat Eisenhandschuhe. Boah, es ist jetzt aber auch nicht so dolle alles, ne? Es ist jetzt auch nicht so dolle alles, ne? Was du da hast, kleiner Mann. You're getting on my So. nerves, friend. Nein, I das don't wollte ich gar poke more nicht. customers Hast like du. you. Hallo? Hast du Aufgaben für uns in I've got 307 work, but Metern? you can't say So. I'm not Was ist denn jetzt hier eigentlich schon wieder? Was zur Hölle tut ihr denn da? Was tut ihr da? Okay, er lebt noch. Keine Ausdauer. So. Tschüss. So, was hast du für uns? Klamotten. Natürlich Klamotten. Eine Amboss. Ein Amboss. Mit dem ich eh nicht spiele, weil ich zu blöd zum Treffen bin. So, wenn wir jetzt nochmal die Quest machen. Bin tatsächlich wirklich immer noch am Überlegen, ob wir hier in die Stadt ziehen sollen. Die ist schon cool eigentlich. Du bist tot. So. Hier können wir mal was einlagern, sonst sind wir nämlich gleich ein bisschen hardcore überladen. So. Das da, das da, das da. Nein, das nicht. Das da, das da. Ein bisschen Fleisch. So. Wo ist denn hier einer? Ich höre ihn doch. Wo kommst du denn her? Wenn mal du da. Was machst du da? Du bist tot. So, okay, Klamotten haben die mit. Alles. Warum fahre ich denn nicht mit Fahrrad? Warum fahren wir denn nicht mit Fahrrad zur Quest? Weil ich stecken bleibe. Alles klärchen. Hallo? Hallo? So. Wo müssen wir denn hin? Da lang. So, und am besten nicht in den Graben fahren. Das wäre sehr nice. Weil hier sind eigentlich auch mega coole Gebäude. Ich sollte auch die Schnellfahrtaste drücken. Was ist so? Jo. Wenn ich Schnellfahrtaste drücke, dann fahren wir vielleicht auch schneller. Und ich nach vorne drücke, fahren wir vielleicht auch nach vorne. Hallo? Fährst du? Nein. Okay. Natürlich nicht. Natürlich nicht. So. Hier stehen schöne Autos. Ich glaube auch, wir können, wenn wir eine Autowerkbank haben, glaube ich, können wir auch die Autos reparieren. Ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Ich bin ja hier richtig gut gefahren. Oh Mann. Einmal eingezäunt. Sehr gut. Sehr gut. Oh Gott. Wo muss ich denn lang? Da, ich fahre jetzt einfach hier mal irgendwie mehr oder weniger die Straße lang. So. Weil das Gebäude da vorne sieht eigentlich auch sehr geil aus. Warte mal. Für eine Base. Sie, fahren wir hier mal kurz lang. Das da, hier geradeaus. Das sieht echt cool aus für eine. Ist das die Schule? Nee, ne? Für.
glaube, da haben wir echt viel Platz auch oben auf dem Dach für die ganzen Werkbänke und so. Müssen wir uns mal angucken. Müssen wir uns mal angucken. Und hier gegenüber könnten wir dann die Hordenbase machen. ja. Theoretisch. Praktisch weiß ich nicht. Ist auch ein geiles Gebäude da, so schräg. Ja, ich glaube, mir gefällt die Stadt hier tatsächlich schon besser. Und so viele Sachen haben wir ja auch tatsächlich noch gar nicht, weil das Gebäude, wo ich jetzt bin, ist nämlich nicht so schön. Ja, wir können auch selber was bauen. Aber ich würde gerne wieder sowas im Wasser bauen. Wisst ihr, was wir da in der normalen Vanilla vorhatten? Was so richtig gut funktioniert hat irgendwie? War ja auch echt eine geile Idee. Ach genau, das habe ich hier auf dem Weg hierhin schon gelootet. So, sie hat sich doch schon bewegt. Hallo? Die ist tot. Ist das ein Bug? Okay, alles klar. Ich habe doch auf sie geschossen, oder? Hallo? Hallo? Okay, ein kleiner Bug. Ja, sowas wie wir im Wasser gebaut haben, da hätte ich schon wieder Bock drauf. Weil hier so am Land wird mir halt mal wieder irgendwie nichts einfallen, was ich bauen könnte. Was vielleicht nicht schon die anderen alle gemacht hätten, haben, tun. Oder wie gesagt, irgendwo im Berg. Aber ja, ist auch wieder so eine Sache. Hier ist nirgendwo ein Berg. So, erstmal Briefkasten looten, alles klärchen. Das habe ich vergessen. Na toll. Na toll. Aloe Vera hilft doch gegen Schürfwunden, oder? Guck mal, das kannst du mal rausmachen. Das kannst du scrappen. Wo habe ich denn hier Aloe Vera da? Ist die Banane nicht gerade vergammelt? Ich muss auf Toilette. Natürlich muss ich auf Toilette. Ich muss auf Toilette. Was können wir daraus denn machen? Eine Bananenfalle? Okay. Und was macht die? Okay, lol. Stimmt, das habe ich doch letztes Mal schon gesehen, ne? Guck mal, aber da er ja keine Klamotten mehr haben will, können wir die ja auch alle mal. Hallo? Scrappen. Die Brille mal nicht. So, willst du das eigentlich haben? Dafür kriegen wir 10. Ja, Mensch, immerhin was. So, das wollte ich ja aufbewahren. Okay. Ach so, für Fahrzeuge. Okay, alles klärchen. Alles klärchen. So, ich muss auf Klo. Sehr gut. Wer hätte das gedacht? Wer hätte das gedacht? So, wir müssen mal zusehen, dass wir irgendwo. Wo war angenommen? Hier, ne? Ja, hier hinten. Hier hinten. Ich glaube, da müssen wir hier hoch. War das? Müssen wir denn mal gucken? Ich weiß nicht, was ich gerade sagen wollte. Habe little bit den Faden verloren. So. Ja, nehmen wir mal mit. Ich habe gar keine Shotgun-Muni, fällt mir gerade auf, ne? Hab ich nicht. Hab ich hier was vergessen? Hier ist noch eine Kühlbox. Sehr gut. Warum? Ich wollte gerade sagen, warum kann ich. Oh, hüpft doch. Oh, Leute. So, wir müssen mal wieder auf die Toilette. Wir müssen mal wieder kacken. Sehr schön. Und Geier im Anflug. Na komm. Komm. Flatter, flatter, flatter. Und tschüss. So, kommen wir da eigentlich so ran? Ja. Der hat aber lange gebraucht, um da rauszukommen. So, da wir ja hier ein kleines Kackerproblem haben, muss ich das leider so machen, sonst haben wir nämlich wirklich ein Problem und wir fallen runter. Kann ja nicht hüpfen. So, aber es wurscht. Guck mal, wie gut ich hier hüpfen kann. Einfach mal gar nicht. Hallo? Oh, ey, ich liebe es, ne? Und ja, es hat was damit zu tun, dass wir auf die Toilette müssen. Gut. Wenn ich. Ich kann. So, nu, hü. So, hier rein müssen wir. So. So. Zack. Auch ein sehr gestörtes Bild.
Hier grunzt und schnarcht was. So schnarcht auch manchmal mein Hund. So, schaffen wir das, den aufzumachen? Oh, ich kann das nicht, ne? Ich kann das nicht. Andere Seite wahrscheinlich. So, alles klar. Concentration jetzt. So. Ah, ho, ja, ich hab's geschafft. Wenn da jetzt nichts Gutes drin ist, raste ich aus. Jo. Für die hier auf jeden Fall schon mal Muni. Ich weiß nicht, was ich hier tue, also wundert euch nicht. So, pass auf. 47 Schuss davon. Alles klar. Die braucht aber auch so ewig zum Nachladen, ne? So, die testen wir gleich mal. Hier kommen doch eigentlich immer welche, oder? Na komm. Bin hier. Die macht schon Damage, aber man muss halt immer selber nachladen. Das ist ein bisschen doof, finde ich. Aber hey, ist ja nicht so schlimm. So, Gammelwasser. Ich habe hier irgendwie ein bisschen Haarausfall und meine ganze Tastatur hatte ich gerade irgendwie alles voll mit Haaren. Ich weiß, interessiert euch nicht, aber ich wollte es nochmal mit euch teilen. Denn geteiltes Leid ist halbes Leid, habe ich mal gelernt. So. Ach, der drückt hier irgendwie so ein bisschen. Gammelfleisch und Eisen, das können wir immer gebrauchen. Also Eisen auf jeden Fall. So. Hier gibt es nichts mehr. Was müssen wir überhaupt machen? Vorräte. Okay. Hallo, Burning Man. So, Müll. Bilder. Arlenchen. Wie heißt der hier in der Mod? Brandopfer. Ist ja auch so ein richtig netter Name. Und wie heißt du? Ich heiße Brandopfer. Cool. Ein Bücherregal, was Schönes drin? Päppchen, natürlich. Klamotten. Nee, Stoff. Alles klärchen. Alles klärchen. Das können wir mitnehmen zum Zerlegen. Das können wir auch zerlegen. Das kann raus. Das können wir zerlegen. Das können wir zerlegen. Das können wir zerlegen. Haben wir die schon irgendwo drin? Hier passt aber auch nichts mehr rein, ne? Na, so viel Rüstung habe ich noch nicht. Passt hier noch was rein? Nee. Okay. Können wir eigentlich schon Taschen herstellen? Oh, gut. Wie viel können wir? Eine. Okay, was brauchen wir dafür eigentlich? Dafür brauchen wir auch Klebeband und hierfür brauchen wir das gleiche, ne? Das ist eine doppelte, okay. Wir brauchen Klebeband. Haben wir Kleber mit? Jo. Okay, dann können wir mal Klebeband herstellen. Das brauchen wir sowieso immer. Was brauchen wir noch? Weil dann kann ich die ja einfach mal kurz stoppen. Nadel und Faden. Und Leder, okay. Komm, das grippen wir auch mal, das grippen wir auch mal, das grippen wir auch mal. Ob das jetzt ein Fehler war, ich glaube schon. Maismehl kann erstmal raus. Das können wir auch mal grippen. So. Dann gehen wir mal weiter. Mal in die Toilette. Ich brauche ein Klo. So, warte. Oh. Ja, sehr schön. Klodeckel hochklappen brauchst du nicht. Einfach schön in der Zombie-Apokalypse auf die Klodeckel scheißen. Sehr geil. Sehr geil. So, Arsch abwischen. Sehr gut. So. Dann haben wir... Die habe ich noch gar nicht gelootet. Einmal Joghurt. Also hier waren wir drin. Hier war ich auch drin. Dann mal noch auf der Ebene. Wollte gerade sagen, auf der Ebene ist mein Dings. Sehr gut.
So, dann haben wir es geschafft, aber ich will den Hauptloot. Hallöchen. Ich will der Hauptloot haben. Okay, hier ist bestimmt nur Stofffetzen oder so drin. Können wir eigentlich Nadel und Faden selber herstellen? Wie viel können wir machen? Ein, okay. Nadel. Faden? Okay, gibt es so Bücher. Müssen wir finden. Okay. Na, kein Problem. Kein Problem. Hier war nichts. So. Moinsen. Kommt ruhig alle her. Da habe ich sie mitgetroffen. Sehr gut. So. Wir gucken erstmal hier. So. Schön, die Schränke sind alle zu zum Looten. Sehr nice. Sehr geil, oh Milo. So, zack. 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 Also ich finde, wir ziehen hier hin. Ich finde, wir ziehen in die Stadt. Ich find die besser. Da waren wir schon. So, Kühlschrank. Zack. Das finde ich auch richtig cool, dass die das gemacht haben, dass das Essen abläuft und so. Ja, ich achte da nun immer nicht drauf, aber ich find's schon ganz cool. Finde ich schon echt geil. So. Und wenn du nicht aufpasst, hast du halt verrottetes Fleisch und dann hast du halt Pech gehabt, weil du denn nichts mehr zu essen halt essen hast. Heißen die hier bei. Nee. Bo und Mo. Okay. So, haben wir hier was vergessen? Nee, ne? Die habe ich auch. Wir gehen hier raus. Hier gibt es nichts mehr. Hallo? So. Zack. Und ab zum Händler mit Nasi. Mine Nasi. So, dann nehmen wir bei dem Händler nochmal eine Quest an. Und dann, wo. Ich sollte mir dieses blöde Gebäude doch auch mal markieren, oder? So, das ist denn nicht das da, das ist hier. Ich mache da einfach mal einen schnellen Wegpunkt hin, dass wir da gleich wieder hinfinden. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. So. Well. Ja, es dauert manchmal immer ein bisschen. Ja. Sonst, falls ihr Ideen habt, was wir bauen können, weil ich bin immer noch nicht so bewappnet in dem Baumodus hier, könnt ihr mir das ja mal gerne schreiben. Dann können wir ja mal zusammen gucken, ob wir das irgendwie hinkriegen mit dem Bauen. Ja, ob wir irgendwie was Cooles bauen können, wollen, wie auch immer, könnt ihr mir ja mal schreiben, wenn ihr Ideen habt. Aber vorübergehend, glaube ich, sollten wir erstmal da. Ich wollte gerade sagen, wo muss ich denn jetzt ganz hin, aber. Ja, alles gut. Alles gut. Wir können auch hier auf dem Händler oben hin. Ist nur vielleicht nicht ganz so geil. Ist vielleicht nicht ganz so cool. So. Machen wir hier hinter uns auch mal die Schotten dicht. Alter, die Türen, die hören sich auch immer an, ne? Als ob du hier irgendwie. Keine Ahnung. Die haben wir auch geludet, ne? So, moin. Guck mal, wir nehmen Shotgun-Muni, aber selbstverständlich. So, pass mal auf. Du kannst das hier haben. Du kannst das hier haben. Du kannst das hier haben. Wir haben Fähigkeitspunkte, sehr gut. Du kannst das da haben, du kannst die haben. Du kannst das hier erstmal alles haben. So, du kannst das alles haben. Die setzen wir gleich mal ein. Sonst. Behalten wir das aber alles, ne? Ah, hier, das kannst du noch haben. Goldrutensamen. Willst du eine Bananenschale haben? Nö, willst du nicht. Okay. Das will er nicht. Das können wir gleich mal anziehen, vielleicht. Oder? Ist das Script? Nee. So, was wollte ich jetzt? Die wollten wir jetzt erstmal hier irgendwo reinwursteln. Die konnten doch hier rein, ne? So. Und auf jeden Fall zwei Taschenplätze mehr. Guck mal, hast du zufällig Schnabel und Faden für uns?
Nee, er hat Antibiotika. Das müssen wir auf jeden Fall mal kaufen. Er hat sogar Honig, 2 Stück. Das kaufen wir uns auch mal definitiv. Eine Schmerztablette sollten wir uns. Ah, eigentlich findet man die ja auch, ne? Ich brauche erstmal Nadel und Faden von dir. Hast du das nicht? Hast du das nicht, oder was? Warum nicht? Sonst habt ihr auch immer so eine Kacke. Nö. Cool. Selbstgebaute Pistole will ich nicht. Kann ich mir nicht leisten. Nee. A sale is a sale, So. even if it's to a scumbag like you. Wir nehmen jetzt erstmal hier einmal Honig. So. Wir sind nämlich 5-mal verseucht. 6-mal. So. Hast du Aufgaben für uns? Und zwar nehmen wir jetzt mal Let's beseitige make a Zombies. Das da. pact. I'll see you So. spend all the Wir gold with you. fahren Whatever jetzt you einmal like. zu dem Gebäude und gucken uns das einfach mal an. In der Hoffnung, dass das vielleicht kein, nicht unbedingt ein Händler ist. So, was ist hier schon wieder los? Was ist hier schon wieder los? So, zack. Ob es da drinne eine Toilette gibt, ob es da drinne, in die Richtung muss ich. Ob, ja, genau, ob es da drin eine Toilette gibt, ob es da drin Kühlschränke gibt. Das ist ganz wichtig. Oh, und dann gucken wir einfach mal weiter. Dann ziehen wir um. Aber das werde ich vielleicht einfach mal in der Nacht machen. Oh, passe ich da durch? Ja. Oh, sehr gut. Hui, hui. Weil, guck mal, solche Autos hier kannst du doch bestimmt fahren, oder? Ja, ich bin mal gespannt. Ich bin mal gespannt. Okay, ich habe hier alle Zombie-Mombis geweckt. Sehr gut. Mombisch-Mombis. So. Dann. Tschakka-tschakka-tschakka-tschakka-tschakka. Bin ich mal auf das. Ich bin echt auf das Gebäude gespannt. Ich bin echt auf das Gebäude. Wir haben auch noch Zeit. Huh, ja, ist 20 Minuten. So. Meine Katze dreht im Hintergrund auch wieder durch, wie man hören kann. So, pass auf, irgendwo hier war das doch. Da hinten links. Da hinten links. Das wäre auch cool. Das hier. Das sieht doch sehr massiv aus. So, wie viel hat das? 1000. 1200. Das ist jetzt ja auch nicht so ganz so viel, ne? Ich will mal hier vorne gucken. Das da. Das. Buchkönig. Okay. Soll das sowas wie ein Crack im Buch sein? So. Wie viel hat das? 1200. Okay. So, moin. Dann will ich hier nochmal rein, Lugi Lugi machen. Das ist ein Crack im Buch. Okay. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Wenn man hört meine Katze, oder? Hoffentlich nicht, aber sie ist ein bisschen ballerballer. So. Aber 1200 ist ja kein Problem. Wir können es ja irgendwann aufwerten. So. Ich will nur mal gucken, wie es von innen aussieht, weil es schockt mich schon an. Das müssen wir natürlich hier zumachen, ne? Das müssen wir natürlich zumachen. Vorne müssen wir rein. Hier unten müssen wir rein. Das können wir ja auch wegmachen. So. Ist auf jeden Fall schon mal ein Briefkasten. Okay, ja. Alles klar. Wir ziehen hier ein. Wir werden hier einziehen. Das gefällt mir jetzt schon. Hallo? Das gefällt mir jetzt. Uhu. Wenn hier nicht gleich ein Teddybär drin ist, sonst kriege ich mir eine Macke, glaube ich. So. Okay, hier können wir. Okay. Sehr nice. Geht die Werkbank? Oh, das wäre so geil. Das wäre so geil. Nein, schade. Ja, ich weiß, in der Alpha 20 gibt es keine Werkbänke, die funktionieren. Aber das könnten wir halt. Ja, hier können wir schon viele geile Sachen draus machen. Hier stehen auch viele Materialien rum. Alles Klärchen. Sehr nice. Das gefällt mir tatsächlich. Es ist ja auch nicht so weit vom Händler weg. Es ist auch nicht so weit vom Händler weg. Das ist cool. So, das, hier könnten wir ja die Wände könnten wir rausreißen. Das ist ja das kleinste Problem, was wir haben. Nee, das ist ja das kleinste Problem, was wir haben. Sorry.
Meine Katze meinte, sie muss sich hier an. Ah, sie muss hier wieder überall dran rumschrubbeln. Ja, also sie kriegt keine Aufmerksamkeit, ne? Also ich vernachlässige sie immer. Sie kriegt auch keine Liebe und so. Sehr nice, sogar mit dem Keller. Richtig, richtig geil. Leute, das ist hier doch Schlaraffenland, Mann. Das ist doch hier richtig geil. Gibt es auch ein Hauptblut? Nein, das will ich jetzt nicht machen. So, zack, zack. Überhaupt gibt es nicht. Hallo, könnt ihr aufhören, hier bitte mein Zuhause zu zerdeppern? Das wäre sehr nice. Das wäre sehr, sehr cool. Türen brauche ich nicht. Ich brauche keine Türen. Oh, hier kommt auch gleich der Bär, oder? Oh, okay, das haben die geil gemacht. Nachladen. Wo denn? Wo schlagen die Idioten sich denn jetzt durch, hä? Leute, es gibt hier Türen, habe ich mal gehört. Es gibt hier Türen. Wäre nett, wenn ihr aufhören könntet, mein Haus zu zerstören. Was sind die denn? Oh, Leute. Leute von heute, was ist los hier mit euch? Was stimmt mit euch nicht? Hallo? Was sind die denn? Hier gibt es sogar Sand en masse. Sehr gut. Das sind die aber nicht, oder? Die gehören nicht. Hey, die habe ich ja in der Mod hier noch gar nicht gesehen. So. Er hat Granaten mit. Geile Scheiße. Ja, wir machen das Gebäude jetzt hier nochmal zusammen. Muss den Teddybär noch töten. Gehen wir hier mal gleich runter. So, wir ziehen. Oh, ich liebe es. So. Wir gehen jetzt Teddybär töten. Wenn die Zombies jetzt... Ich höre sie doch von irgendwo. Ja, wir gehen Teddybär töten. So, nachladen. Wir haben doch auch noch hier panzerbrechende Muni. Werden wir jetzt hier verstrahlt? Vorsichtig sein müssen wir. Bitte sterbe. Oh Gott, danke. Hauptblut. Sehr nice. So, Teddybär ist tot. Gammelfleisch. Und Kraken Book ist auch gegenüber von uns. Das ist auch schon mal geil. Oh, ich loote erstmal. So. Bamsle, 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 Bam, 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 Bam. So, vorsichtig. Hüpf, hüpf. Wo wir hier gleich verstrahlt sind. Das können wir ja hier zumachen nachher. Das ist ja nicht das Thema. Okay, das ist gut, dass ihr mir hier schon mal ein bisschen helft, weil das soll hier eh alles weg nachher. Das soll hier nachher eh alles weg. Aber wo sind die denn alle? Soll doch hier. Wo kommt ihr denn her? Bitte nicht immer mein Zuhause zerstören. Das ist uncool. Hallo. So. So, ich bin auch einfach nur überladen, habe mir das Bein wieder gebrochen und habe Hunger. Guck mal, kannst du das ja essen? Kannst du das ja essen? Das kannst du scrappen, das kannst du lesen. Kannst du trinken, das kannst du scrappen. Ja. So, zack, sehr gut. Eine Toilette haben wir hier leider nicht, ne? Eine Toilette haben wir hier nicht. Können wir eigentlich eine Toilette schon herstellen? Toilette. Spülbecken und Toilette, okay. Ein Eimer Wasser. Eisenrohr, ein Eimer Wasser, okay. Die Eimer füllt mir... Bisschen geschmiedetes Eisen. Okay.
kriegt man das, wenn man das hier raus... Wenn man das hier abbaut, ja. 5 haben wir denn. 6. Oh, müsste klappen, oder? 7. Können wir jetzt einen Eimer herstellen. So, und dann muss ich den nur mit Wasser füllen? Habe ich richtig verstanden, oder? Okay, der braucht ein bisschen. Ja. Okay, ihr Lieben, dann sehen wir uns hier in der nächsten Folge wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis dann. Adios.